Und an alle, die jetzt zuhören und die vielleicht ein ähnliches Problem haben, natürlich gab es danach Höhen und Tiefen. Und zwar richtig. Also, das war nicht so, dass mir danach, nur weil ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, alles geschenkt wurde. Aber ich habe halt immer wieder die Entscheidung dafür getroffen. Und irgendwann gibt dieser destruktive Teil in dir auf. Und dann hast du es geschafft. Herzlich willkommen zum Phoenix Nomads Podcast. Heute ist die Episode 13. Krass, 13 Episoden schon. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch. Die habe ich kennengelernt auf dem NLP Practitioner jetzt dieses Jahr, also 22. Ich war schon ein Jahr noch hinten dran. Nein, seit 22 habe ich sie kennengelernt. Die hat mich umgehauen mit ihrer Energie. Das ist eine Person, kennt ihr das? Wenn jemand in den Raum reinkommt, wo dann auf einmal sich die Haare aufstellen, weil die Energie einfach durch den Raum so durchbricht, das ist so eine Person. Sinje Marie Kohlmann, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig gesagt. Sie hat auch ein Coaching-Business aufgebaut und auch diesen Teil ihres Weges finde ich einfach super inspirierend. Und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, Sinje, zum Phoenix Nomads Podcast. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und was du machst, was du tust, was hast du aufgebaut? Hi, erstmal ja, fast richtig. Es geht um den Nachnamen. Ich heiße Kohlmann. Oh, shit. Aber ist scheißegal. Okay, das schneiden wir nicht raus, das lassen wir drin, damit die Leute sehen. So Fehler gehören dazu. Okay, let's go. Fehler gehören dazu, das macht das Ganze irgendwie menschlich und liebenswert. Was soll ich über mich sagen? Ich bin ein Mensch von dieser Erde. Ich heiße Sinje und wie Daniel gerade so schön gesagt hat, ich habe ein Coaching-Business aufgebaut. Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber auch noch nicht so lange. Also es war eigentlich so mitten in Corona. Wisst ihr so, wenn das ist, Corona, irgendwie war man nur zu Hause und irgendwann fühlt man sich nicht mehr wirklich gebraucht, weil man irgendwie Stubenarrest vom Staat hat. Und dann dachte ich so, nee, so kann es nicht weitergehen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was genau machst du? Und dann machen wir einfach eine Reise zurück. Und dann tust du mal drüber sprechen, wie das alles kam, okay? Das ist eine coole Idee. Okay, let's go. Cool. Ich coache junge Menschen mit Essstörungen und ihre Familie. Und ja, das trifft die Sache eigentlich auf den Punkt. Das ist ja auch schon ein ziemlich krasses Thema, also ganz ehrlich. Wie bist du dazu gekommen? Du hast gerade schon ein bisschen was erzählt, dass in der Corona-Zeit, das ist so krass ausgedrückt mit, du wurdest nicht gebraucht oder man hat sich so gefühlt, als würde man nicht gebraucht werden. Was ist denn passiert? Oder geh mal dahin zurück, was vor allem für dich wichtige Punkte waren, dass auf dem Weg dahin, wo du heute bist. Was hat dazu geführt? War es wirklich die Corona-Zeit oder sogar schon vorher irgendetwas? Nee, es war eigentlich viel, viel weiter davor. Viel weiter. Also ich wusste es eigentlich schon ein paar Jahre, dass ich das tun werde. Ich habe mich nur nicht getraut. Jetzt rückblickend weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, wieso ich mich das nicht getraut habe. Weil es unfassbar erfüllend ist. Aber die ganze Geschichte hat natürlich auch so ein bisschen was mit mir zu tun. Wenn man jetzt so wirklich komplett an den Ursprung zurückgehen würde, dann müsste man auch auf meine eigene Geschichte gucken. Wenn man jetzt nur den Auslöser bringt für, okay, ich werde da was in die Welt bringen, etwas Neues. Das war Anfang 2020. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das war auch dem Erst-Practitioner, wo ich war, auf dem NLP-Practitioner. Da habe ich gemerkt, das, was ich tue, ist zwar cool, als ich war vorher im Finanzvertrieb, aber es ist halt eben, es erfüllt mich nicht. Es catcht mich nicht. Und wir wissen ja sowieso, dass der Trend momentan dahin geht, dass wir irgendwie mehr und mehr nach Erfüllung suchen und mehr nach dieser Sache, die uns wirklich, ich sag jetzt einfach mal, zum Heulen bringt. Und das ist so eine Sache. Der Trend geht dahin, vor allem, weil, was bringt dir, egal was du machst, wenn du Geld ohne Ende machst, wenn du am Ende eigentlich nicht glücklich bist? Ne? Und, ja, ganz genau. Und ich glaube, so viel, wie ich jetzt natürlich von dir weiß, ich weiß auch noch nicht alles, deswegen freue ich mich auf den Podcast heute. So viel, wie ich auf jeden Fall weiß, ist, dass du hast nicht einfach irgendein Business gewählt, was überhaupt nicht zu dir passt, sondern du hast etwas genommen, was natürlich auch auf deine Geschichte passt. Damit kannst du natürlich den Menschen, den jungen Menschen, wo du kurz vor uns gesagt hast, auch viel besser helfen. Wenn du magst, kannst du vielleicht darüber nochmal kurz erzählen. Warum bist du genau da geeignet und warum erfüllt dich das jetzt heute so sehr, das, was du aufgebaut hast? Das ist so aktuell noch ein schwieriges Thema, nicht weil ich da nicht was verarbeitet habe, aber da geht so viel um mich. Warum
Warum ich? Ich war selber so gut ein Jahrzehnt von Essstörungen betroffen. Also ich habe so die ganz klassische, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Essstörungskarriere hinter mich gelegt. Puh, das war keine schöne Zeit. Was ist denn eine klassische Essstörungskarriere? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auch ein sehr, 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 sehr sensibles Thema. Ich könnte mir vorstellen, jetzt bei den Zuhörern, da gibt es wahrscheinlich einen Teil, die können sich vielleicht sofort schon verbinden, weil sie vielleicht ähnliche Geschichte hatten. Mir geht es zum Beispiel so. Ich habe bis heute noch Essstörungen, die ich nicht verarbeitet habe, die ich mitgezogen habe. Das war so eine Variante, die ich einfach irgendwie, ja, ich habe mit Problemen, habe ich durch Essstörungen quasi, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, kompensiert. So, und das ist etwas, was je nach Stresslevel sich auch wieder verändert. Daher kann ich mir das wahrscheinlich sehr gut vorstellen und deswegen kriege ich auch schon ein bisschen Gänsehaut. Aber jetzt gibt es vielleicht auch Zuhörer, die können sich mit dem Thema vielleicht gar nicht verbinden und die fragen sich jetzt vielleicht auch, okay, was ist denn eine klassische Essstörung? Vielleicht haben sie jemanden im Bekannteskreis, der was hatte, aber vielleicht haben sie sich damit auch noch nie beschäftigt. Also ich würde sagen, Essstörungen sind so unterschiedlich wie der Mensch selbst. Es gibt kein Schema F, um zu sagen, okay, zum Beispiel, diese Person hat jetzt die und die Essstörung und diese Person nicht. Finde ich immer ein bisschen schwierig, weil wir halt mit Menschen arbeiten und nicht mit Symptomen. Und das ist, finde ich, eine Sache, die halt meiner Meinung nach einfach oft, ja, wo gerne mal drüber weggesehen wird. Mit einer klassischen Essstörungskarriere meine ich so. Das ist jetzt auch nicht der Prototyp, ja. Also jeder Mensch ist anders. Nur bei mir war es halt so, ich habe erst immer weniger gegessen, immer weniger, wollte halt einfach abnehmen und irgendwann ist die ganze Geschichte dann ein bisschen eskaliert. Ich konnte irgendwie nicht mehr aufhören und habe dann irgendwann halt die Diagnose Magersucht bekommen. Ja, bin deswegen natürlich dann auch in Behandlung gewesen. Ich war, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war in Kliniken, Kinder-Jugendpsychiatrie, Krankenhaus, also ambulante Therapie. Und hatte dann, ich glaube, nach meiner ersten stationären Therapie, da habe ich mir so viel Müll abgeguckt. Aber ich will auch gar nicht so ins Detail gehen. Nachher gebe ich habe immer so Angst, dass wenn ich da so detailliert drüber rede, dass da irgendwelche jungen Menschen zuhören, sich irgendwie da Dinge rauspicken, die sie dann negativ beeinflussen und ich dann nachher die Person war, bei der sie sich abgeguckt haben, dann mache ich jetzt das und das und dann drifte ich noch tiefer rein, weil ich kenne diese Denkweise und ich habe es ja früher auch getan. Und als man mich dann gezwungen hat zu essen, habe ich halt das Kotzen angefangen und das auch nicht gerade wenig. Also das ging schon irgendwann richtig zur Sache. Und ja, das, was am Anfang, ich sag jetzt mal noch total, ja, auch wenn das jetzt makaber klingt, irgendwie lustig war, weil man ja auch irgendwie Gleichgesinnte hatte, das ist irgendwann einen absoluten Albtraum geendet. Genauso wie halt, dass ich nehme mal ab, irgendwann in einem Albtraum geendet hat. Und ich habe dann halt entweder gemerkt, okay, entweder ich muss super wenig essen oder ich muss mich halt übergeben, also eins von beiden. Mhm. Ja, bin dann wieder stationär gegangen, habe auch dafür wieder Hilfe gekriegt und auch hier war es wieder, ich dachte damals wirklich, ich kam gesund raus, aber ich kam leider auch hier wieder mit einer Symptomverschiebung raus. Obwohl die Menschen dort, wirklich, das war eine Fachklinik, das waren so, so tolle Menschen, die haben mich so viel weitergebracht und mir so geholfen und ich war wirklich, wirklich dankbar. Und als ich dann 2 Jahre später gemerkt habe, dass ich mitten in dieser, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist auch irgendeine atypische Essstörungsform, aber es ist auch völlig egal. Ich bin einfach ein Mensch, der komplett eskaliert ist, weil er besessen war davon, wie seine Körperform ist, beziehungsweise der dachte, dass er besessen ist davon, wie seine Körperform ist. Das ist ja gar nicht das, worum es geht. Du hast gerade sowas total Schönes gesagt. Es geht ja im Endeffekt um das Stresslevel. Es sinkt und fällt mit dem Stress, es steigt und fällt mit dem Stresslevel. Für mich ist Essstörung wirklich, meiner Meinung nach, ist es die falsche Bezeichnung, weil wir bezeichnen hier ein Symptom. Also machen wir ja häufiger mal, aber es ist ja nicht das große Ganze. Es ist ein Teil von ganz, ganz vielen Puzzlestücken, die da ineinander spielen. Deswegen ist der ganze Mist ja auch so verdammt hartnäckig und so
So, also das, wie viele Familien hat das schon in die Knie gezwungen? Das ist so furchtbar, wie viele Familien auch daran zerbrechen. Und bei uns wäre es ja damals auch fast passiert. Also als ich dann gemerkt habe, okay, ich bin jetzt wieder ein Mensch, der funktioniert und der wieder in der Gesellschaft seinen Platz gefunden hat. Ich bin dann auch beruflich in die Richtung gegangen, hier für Sport. Ich dachte, ich kann nichts anderes außer abnehmen. Ich habe studiert in dem Bereich. Also es wird ja irgendwie, das denkt man zumindest, das ist nur im Kopf. Das sage ich, das betone ich jetzt extra so krass, weil es ist wirklich nur ein Gedanke. Man denkt ja wirklich so, okay, das bin ich, das ist meine Identität und das macht mich aus. Aber weiter entfernt von sich selbst könnte man gar nicht sein. Und das war irgendwann so ein Punkt, wo ich dann halt aufgewacht bin. Da kam ein Trainer zu mir und hat gesagt, Sinja, hast du dir mal diesen Zettel angeguckt? Ich habe deine Körperwerte gesehen. Und ich habe dann geguckt, ich so, was, warum? Ist doch alles okay. Ich dachte so, mein Gewicht stimmt doch so. Ganz typisch von der Klinik oder von der Therapie halt noch. Und der so, ja, der Rest, das ist ja magersüchtig. Und ich dachte mir nur so, was, nein, Quatsch, das kann nicht sein. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann hat er halt mit mir darüber gesprochen. Und ich bin in dem Moment, das kannst du dir nicht vorstellen, ich bin in dem Moment so verdammt wütend geworden, weil ich mir gedacht habe, ey, es kann doch nicht sein, dass diese Scheiße, Entschuldigung, du kannst gerne einen Piepton drüber machen, dass die mich schon wieder eingeholt hat und ich mich schon wieder am Punkt Null befinde. Das kann es doch nicht sein. Und also ich war auch nicht am Punkt Null, aber in dem Moment hat sich halt echt so angefühlt. Also als ob das so eine Never-Ending-Story ist, so ein immer weiter währender Kreis. Aber in dem Moment wusste ich halt auch noch nicht so ganz genau, was ich machen soll. Ich habe dann erstmal weitergemacht, weil ich dachte so, ja, okay, mir kann eh keiner helfen. Ich wurde aus der Therapie entlassen und irgendwie, also, was soll ich tun? Ich bin austherapiert anscheinend. Es gibt sowieso keine Lösung für mich und ich hatte mich schon fast so ein bisschen mit dieser Lage abgefunden. Und irgendwann kam dann halt dieser Punkt, wo ich gesagt habe, das weiß ich noch, wie, als ob es gestern gewesen wäre, irgendwann kam halt dann so dieser Punkt, wo ich halt gesagt habe, okay, mir reicht's. Und das war, ich bin von der Uni nach Hause gefahren und ich habe einen Podcast gehört. Also ich hatte es in der Zeit irgendwie mit Podcasts, mit Hörbüchern. Hi. Unverhofft kommt oft, ja. Okay, kannst du vielleicht kurz sagen, wann das Ganze war, was du gerade ansprichst, dieser Wechsel, von dem du jetzt sprichst und wie es dann da weiterging? Das war so, ich habe irgendwann, ich habe auf YouTube, also das, ich glaube, damit trigger ich jetzt auch niemanden, ganz viele gucken immer irgendwelche Fitnessvideos und was weiß ich. Ich habe das alles auch gemacht. Ich habe mich verrückt gemacht damit. Und irgendwann war da ein YouTuber, das weiß ich noch, der hat dann zwischen seinen ganzen Fitnessvideos, hat er auf einmal angefangen, über Mindset zu reden und über Persönlichkeit und über den Geist und was weiß ich nicht. Und ich dachte mir so, ey, geil, was? Moment. Den Geist kann ich auch noch trainieren? Okay, cool, warte mal. Mein Körper ist irgendwann so Endlevel erreicht, so. Aber wenn ich jetzt den Geist trainieren kann, das ist ja voll cool. Dann kann ich das ja mal, ich sag das jetzt mal ganz, ganz böse, ja. Dann kann ich das ja mal anders verlagern. Mhm. Also den Ehrgeiz meine ich jetzt. Also Ehrgeiz und Disziplin sind ja an sich gute Eigenschaften. Man darf sich damit halt nur nicht selbst zerstören. Und da war so der erste Funke gesetzt und so richtig eine Entscheidung habe ich getroffen, nämlich von der Uni nach Hause gefahren und ich war gerade noch so am Durchrechnen, okay, wie viel Kohlenhydrate da habe ich heute noch, wie viel Eiweiß, wie viel Fett, gehe ich heute noch zum Beintraining, ja, muss ich, steht auf dem Plan, das schaffe ich sonst nicht mehr anders und habe dann halt alles wirklich genau ausgerechnet und ich war am Fahren und der Typ in meinem Hörbuch, der war am Labern und erklärte mir und ich meiner kleinen Ford-Car-Knutschkugel fahre da über die Autobahn, ich dachte so, okay, das schaffst du noch und ich wollte halt nicht zur Rush-Hour beim Training sein, das heißt, ich habe richtig Gas gegeben unterwegs und dann kam auf einmal dieser eine Satz von dem Autor, der zu mir sagte, warte, ich habe gerade eine Cola gekriegt, das fand ich total süß. Fürsorge ist wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Er hat gesagt, was ist die eine Sache,
die eine Sache, die dich davon abhält, das Leben zu leben, was du dir wirklich, wirklich wünschst. Und in dem Moment, ich weiß nicht, da hat in meinem Kopf sowas Klick gemacht. Da habe ich gecheckt, Sinje, wenn du nicht gesund wirst, dann wirst du nie das Leben führen, was du dir wirklich wünschst. Und es hat mich so gecatcht. Und ich saß in meinem Auto. Ich bin so ein notorischer Schnellfahrer. Ich bin erstmal an die Seite gefahren, damit ich in Ruhe langsam fahren kann, wenn ich den Verkehr nicht behindere. Ich habe angefangen zu heulen. Und in dem Moment habe ich, glaube ich, meine erste wirklich, wirklich folgenschwere Entscheidung für mein ganzes Leben getroffen. Weil ich in dem Moment beschlossen habe, dass ich gesund werde. Ich habe gesagt, entweder ich lasse mich jetzt fallen, weil das war wirklich so ein Punkt. Ich war wieder komplett am Rechnen und es ist also, es ist wirklich, es ist echt, ich sag mal so, es ist echt nicht cool, lebendig zu verhungern und irgendwie mit seinem Geist nicht dagegen anzukommen. Und irgendwas in mir wusste, mich fallen zu lassen, klar, ist jetzt leichter. Aber diese 0,1% Wahrscheinlichkeit zu nutzen, dass es wirklich ohne geht, dass ich wirklich ein wirklich freies Leben fernab vom Thema Essen führen kann. Wenn ich das jetzt alleine schon ausspreche, denke ich so, hey, natürlich geht das. Aber das war für mich damals so weit weg. Und man sagt ja auch oft, ja, irgendwas bleibt immer, ein Scheiß bleibt. Wenn du dich dazu entscheidest, dass das nicht bleibt und konsequent diesen Weg gehst und die Disziplin, die du nutzt, um dich selber fertig zu machen und selbst zu bestrafen, wenn du diese Disziplin nutzt, um dich selbst aufzubauen, ey, dann kannst du alles erreichen. Und diese Hoffnung hatte ich damals. Und ab diesem Tag, ich bin nicht zum Beintraining gefahren, wie das so ist, wenn eine Entscheidung fällt, dann folgt auch eine Handlung. Ich bin nicht zum Beintraining gefahren. Ich bin nach Hause gefahren und habe mir erstmal komplett protestantisch eine Salatschüssel voll mit Cornflakes gemacht. Weil Kohlenhydrate und weil die sind ja schlecht, habe ich diese Schüssel genossen. Das war der Hammer. Und das war bei weitem nicht meine letzte nach dieser Entscheidung. Und an alle, die jetzt zuhören und die vielleicht ein ähnliches Problem haben, natürlich gab es danach Höhen und Tiefen. Und zwar richtig. Also, das war nicht so, dass mir danach, nur weil ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, alles geschenkt wurde. Aber ich habe halt immer wieder die Entscheidung dafür getroffen. Und irgendwann gibt dieser destruktive Teil in dir auf. Und dann hast du es geschafft. Boah, ich habe gerade Gänsehaut. Wow. Okay, normalerweise bin ich relativ gefasst. Ich finde die Geschichte gerade, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss erstmal kurz einen Kaffee trinken. Ich muss hier mal kurz, Moment. Wow, also mega beeindruckend. Du hast vorhin mal kurz angesprochen, dass es eigentlich so logisch klingt. Aber das ist ja oft das, wir wissen oft intelligenzweise logisch, was wir zu tun haben. Aber ja, emotional führt das ja irgendwo her, vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen nachher sprechen, kommt das irgendwo her, was uns dann in solchen Momenten beeinflusst? Als du zum Beispiel deine Geschichte gerade erzählt hast und ich versucht habe, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie es bei mir so war, dann kam ich sofort auf das Wort Kontrolle. Ich glaube, ich habe in den Stressmomenten sehr oft die Kontrolle verloren und dieses Gefühl, aufs Klo zu gehen, hat mir Kontrolle zurückgegeben. Auch wenn das auf irgendeine komische Art und Weise komisch klingt, aber so war das für mich. Und ich glaube, vieles von den Dingen geht zurück, wie wir halt, wie du selber sagst, mit uns reden, wie wir uns sehen, bis wir diese Entscheidung treffen, dass wir was verändern wollen. Die Entscheidung zu treffen, ja, das ist eigentlich einfach, aber dann der Weg. Ich finde es so schön, dass du es noch dazu gesagt hast. Du wirst immer wieder an so Punkte kommen. Wo ich jetzt gerade Gänsehaut bekommen habe, war wirklich an dem Punkt, wo du dann gemeint hast, dass wenn du diese Entscheidung immer wieder triffst, dass dann diese Stimme irgendwann immer kleiner wird. Ja. Das ist mega beeindruckend. Ja. So. Huch, okay. Jetzt kommt's auch bei mir. Also ja. Ich weiß ja nicht, wie es den Zuschauern gerade geht, aber so geht es mir gerade. Ich meine, wir machen das gerade live. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze sein wird, wenn die Leute sich das anhören. Du hast vor uns noch etwas gesagt, das habe ich mir hier notiert. Wir machen uns auch ein Bild, eine Identität von dem, was wir in der Vergangenheit haben. Deswegen hast du es auch studiert, bist weitergegangen. Und eigentlich, jetzt kommt die provokante Frage von mir, wenn du jetzt sagst, du bist erfüllt und machst aber jetzt ein Coaching-Business, wo du ja den anderen hilfst, die jetzt durch den gleichen Weg gegangen sind,
Ist das nun deine Identität oder würdest du das wieder reframen und nochmal anders? Wie kannst du darauf eingehen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Okay, wir haben jetzt zwei Punkte. Wir haben das und wir haben nochmal so das Thema Kontrolle. Zwei ganz, ganz wichtige Themen, finde ich. Aber jetzt gehe ich erstmal auf das ein, was du gerade gesagt hast. Also erstmal, ich habe mir gesagt, ich werde nie wieder was mit diesem Thema zu tun haben. Nie wieder. Auf gar keinen Fall. Ich bin einfach froh, dass ich diese ganze Geschichte jetzt hinter mich gebracht habe. Deswegen war ich ja auch im Finanzbusiness davor. Also ich war ja wirklich fernab von allem, was irgendwie mit dem Körper zu tun hat. Ich habe einfach nur gedacht, so weg davon. Und ich sag mal so, wie es halt mit einer Berufung so ist, die findet dich. Ich habe halt irgendwann so diesen Zug in mir gespürt, dass ich helfen möchte. Also ich war irgendwann so an diesem Punkt, wo es mir mit mir selbst so gut ging und ich so glücklich war und gedacht habe, so Mann, es gibt so viele Menschen da draußen, die das nicht haben und ich wollte das einfach weitergeben. Und so kam es dann dazu. Da vielleicht kurz die Zwischenfrage, weil das interessiert mich jetzt. Weil jetzt geht es auch ein bisschen Richtung Business für die Leute, die jetzt auch ein Business gerade aufbauen. Vielleicht gibt es auch Leute, die gerade zuhören, die wollen sich ein Coaching-Business aufbauen. Die sind aber vielleicht an dem Punkt, wo sie nicht genau wissen, was. Man sagt ja immer auch, oh, ich muss meine Nische finden. Ich weiß nicht so richtig, was ich tun will. Vielleicht haben sie eine ähnliche Story wie du. Nicht die gleiche, aber eine ähnliche. Und sagen sich vielleicht genau an dem Punkt, wie du gerade bist, ich will damit nichts mehr zu tun haben. So, erste Frage. Du sagst, du bist in den Finanzfluss reingegangen, im Finanzwesen reingegangen. Erstens davor. Hast du schon mal irgendwas mit Selbstständigkeit davor getan oder war das dann auch deine erste Selbstständigkeit? Das war meine erste Selbstständigkeit. Nee, also was war jetzt meine erste Selbstständigkeit? Das im Finanzbereich? Genau, im Finanzbereich. Oder Hast du davor sogar auch schon was, zum Beispiel im Fitnessbereich? Davor war ich angestellt. Ich war Fitnesstrainerin und bin dann von dort aus ins Finanzbusiness gegangen, in Finanzvertrieb und habe das auch auf selbstständiger Basis gemacht. Habe davon dann eine Zeit gelebt. Da jetzt noch eine interessante Frage. Und zwar hast du gerade gesagt, du warst an dem Punkt, du warst dann so glücklich eigentlich in deinem eigenen Leben, dass du dich gefragt hast, ob das alles ist, ob du nicht Menschen mehr helfen kannst. So habe ich es gerade verstanden. Und dann kam der Shift quasi zu, okay, doch vielleicht zurück zu meiner Geschichte. Bevor wir da jetzt ankommen, warst du im Finanzwesen dann schon so gut aufgestellt? Kannst du vielleicht kurz sagen, wie lange du das gemacht hast? Und hast du davon dann schon komplett leben können? Ist die Selbstständigkeit gut gewesen? Und du warst dann, war das dann der Punkt, dass man nicht glücklich war, nur weil Geld da war? Oder hast du auch da noch gestruggelt und hast nach irgendwas gesucht? Also ich sag mal so, beantworte ich das so authentisch wie möglich. Die Wahrheit. Also, ich habe davon leben können. Mir ging es wirklich gut. Das war alles völlig in Ordnung. Ich habe mir Rücklagen schaffen können. Also das war jetzt noch nicht so dieses überragende Highlife und was weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, ich konnte meinen Ford Ka gegen mein Audi eintauschen, ja. Das war schon mal eine schöne Sache. Genau, ich habe in einer eigenen Wohnung gelebt und wie gesagt, Rücklagen schaffen können. Ich konnte in Urlaub fahren. Also so ein Leben halt. Ich konnte davon leben. Genau. Okay, sehr gut. Ich will da auf das Thema auch gar nicht zu weit rein. Es ist nur für die jetzt vielleicht interessant, die gerade noch vor der Selbstständigkeit sind. Wir wollen natürlich auf dein Coaching-Business gehen. Und es gibt aber vielleicht auch welche, die sagen, bei denen hat vielleicht jemand klopp, klopp gemacht, hey, Finanzwesen, da können sich ja das aufbauen und die sind vielleicht am Überlegen, soll ich das auch machen? Vielleicht kannst du ein bisschen was nur kurz anreißen, wie sich das für dich angefühlt hat, wie lange es vielleicht auch gedauert hat, bis du an dem Punkt warst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich da finanziell auch wirklich die Absicherung. Weil es gibt ja auch viele Leute, die sitzen vielleicht 3-4 Jahre in sowas drin und kommen nicht zu dem Punkt, dass sie finanziell das schaffen, weil sie vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten noch haben. Trotzdem bin ich immer der Meinung, deswegen haue ich das jetzt so rein, bin ich der Meinung, egal welchen Weg man geht, ist das schon mal gut, weil man unglaublich viel lernt. Du hast sicher auch da irgendwas gelernt, gehe ich jetzt mal davon aus, was du jetzt wiederum in deinem Coaching-Business verwenden kannst. Absolut, auf jeden Fall. Ich kann jedem nur raten, dass er immer auf sein Herz hört. Das ist wirklich eine Sache, die habe ich jetzt, also die lerne ich immer noch. Also ich habe da definitiv noch nicht ausgelernt. Ich bin immer noch dabei. Ich habe es halt damals so gemacht. Ich habe mir gesagt, okay, ich fange die ganze Geschichte einfach mal so nebenberuflich an. So als Fitnesstrainer verdienst du halt auch nicht die Welt. Okay, also ich habe da so ein bisschen nachgeholfen mit Personal Training, aber ich war halt so gesehen auch immer noch im Studium und was weiß ich nicht. Es gibt tausend Sachen, die ich irgendwie gleichzeitig gemacht habe. Aber ich habe mir halt gesagt, okay, pass auf, du musst 6 Monate lang es schaffen, ein Einkommen zu haben, von dem du theoretisch, wenn du diesen Beruf hauptberuflich machen würdest, dass du davon leben kannst. Wenn du das schaffst,
oder es waren 4 Monate, ich weiß es nicht mehr genau, aber so 4 bis 6 Monate, so dass du dich wirklich sicher fühlst. Ich habe mir diese Grenze gesetzt und habe gesagt, okay, diese Monate musst du es einfach schaffen, kontinuierlich dieses Einkommen zu haben, ohne Druck, um sagen zu können, okay, jetzt gehe ich all in. Das war meine Taktik damals. Ich habe gesagt, okay, ich kann Quereinsteiger machen, also mache ich das auch. Ich habe es damals sogar nach 4 Monaten schon gemacht, aber auch nur, weil ich mir von vornherein 4 Monate gesagt habe, wenn du jetzt, weiß ich nicht, schon mehr Verpflichtungen hast oder so, dann würde ich vielleicht sogar 6 sagen, weil das halt wirklich, also Selbstständigkeit ist nichts, was ich unterschätzen würde, weil man wirklich zu 100% für sich verantwortlich ist und klar wird es irgendwann entspannter, aber gerade so die ersten Jahre, da hast du so viele Höhen und Tiefen. Da. Also ich dachte am Anfang immer so, okay, bin ich damit jetzt alleine? Nein, ich glaube, es geht fast allen so. Also jeder, der da irgendwie kommt und erzählt so, ja, das ist alles total einfach und ihr fliegt, keine Ahnung, wir fliegen Schmetterlinge aus dem Arsch und was weiß ich nicht. Das ist, das wäre schön, aber es ist definitiv nicht das, was ich erlebt habe. Ich habe 6 Monate am Stück wirklich das haben müssen. Und es war auch jetzt nicht so, dass ich die ersten 6 Monate, ich bin eingestiegen, 6 Monate, juhu, jetzt kriege ich das hin. Nee. Wann hast du diese 6 Monate dir selbst gesetzt? Ist es schon von Anfang an gewesen, dass du gesagt hast, du hast begonnen und dann in 6 Monaten will ich soweit sein? Oder hast du erst eine Zeit lang alles ausprobiert und irgendwann hast du dir diesen, jetzt muss 6 Monate lang klappen? Oder kannst du darauf eingehen? Das Witzige ist, dass ich am Anfang gar nicht vorhatte, in den Hauptberuf zu gehen. Ich fand es einfach nur cool, mein Einkommen damit aufzustocken. Mhm. Hat auch funktioniert. Und irgendwann wurde das so gut, dass ich gesagt habe, okay, jetzt langsam wird es dumm, wenn ich weiter hier auf der Fläche stehe. Genau, den Hauptberuf. Wie lang war die Zeit ungefähr? Nur so bei dir? Das war, ist natürlich bei jedem Menschen anders. Es war so ungefähr ein halbes Jahr, bis ich diese Entscheidung gepackt habe, dass ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich auch, warum ich die ganze Zeit auf das halbe Jahr kam. Weil ich nach einem halben Jahr die Entscheidung gepackt habe, okay, wenn du jetzt noch 4 Monate es schaffst, ein Einkommen zu erwirtschaften, was wirklich solide ist, wovon du leben kannst, könntest, wenn du selbst, wenn du jetzt diesen Job hier sein lässt, dann darfst du kündigen. So, dann habe ich das gemacht, 4 Monate lang, habe gemerkt, okay, läuft. Da gibt es noch so witzige Geschichten eigentlich. Ich habe in der Zeit noch meinen Führerschein verloren. Für einen Monat und jeder, der im Vertrieb ist, ohne Führerschein. Aber ich habe nicht aufgegeben. Also meine Disziplin aus der Essstörung früher, ja. Ich weiß, was es heißt, hartnäckig zu sein. Ich habe mir ein E-Bike geholt und habe gesagt, okay, let's go. Gott, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das überhaupt sagen darf. Doch, hau alles raus. Ich finde das gerade super interessant. Ne? Das gibt frischen Wind rein auch noch. Erzähl mal kurz, warum hast du den Führerschein verloren und wie hast du das, ich finde die Hartnäckigkeit cool und was hast du da vielleicht genau gemacht, weil jetzt klingt das für mich so wie Tür-zu-Tür-Verkauf oder was musstest du tun? Ich war jetzt nicht in so einem Bereich, wo du irgendwie Kunden zugeschlüsselt kriegst, sondern das ist wirklich so dieses Ding gewesen, nicht Tür-zu-Tür, sondern du kontaktierst die Menschen in deinem Umfeld, von denen du denkst, das könnte passen. So, darüber kann man jetzt denken, was man will, ich fand's geil. Und ich bin dann mit meiner Knutschkugel ganz am Anfang, bin ich so eine Strecke wie zwischen, weiß ich nicht, Köln und Düsseldorf, so ungefähr 3/4 Stunde, Stunde. Und es war mitten in der Nacht. Und es war eine Baustelle auf der Autobahn. Ich war so dermaßen fertig, ich war, glaube ich, bis 1 Uhr war ich da noch bei Kunden und bin dann nachts nach Hause gefahren. Und irgendwie kam ich immer wieder an derselben Stelle raus. Ich dachte so, was ist das jetzt hier für eine Endlosschleife? Und als ich dann das dritte Mal dasselbe Symbol gesehen habe, habe ich gedacht, also irgendwas stimmt hier nicht. Und mein Tank war auch fast leer. Ich denke, scheiße, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, jetzt mache ich das so, jetzt stelle ich mein Navigationssystem um auf Autobahn vermeiden. Weil irgendwie durch diese Baustelle habe ich da irgendeine Ausfahrt nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, vermeiden wir das mal. In dem Moment, wo ich auf mein Navi getippt habe, auf Autobahn vermeiden, merke ich auf einmal so, klack. Und ich dachte so, was? Und ich gucke so, und ich gucke auf meinen Tacho, ich sehe so knapp 100. Ich gucke so auf so ein Schild, ich sehe so 60. Und ich dachte so, boah, mit 100 bist du eigentlich immer safe. Und dann war so einfach 60. Und ich denke, hä? Und dann war ich schon wieder in dieser blöden Baustelle, wo ich schon 3-mal durchgefahren bin. Und ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie komme ich denn jetzt schon wieder hier hin? Und wie ich dann halt so war, ich dachte so, okay. Ich
denn gerade der Grund? Du wurdest beim ersten Mal nicht geblitzt, also führen wir dich nochmal dahin. Dann bist du nie da nicht geblitzt worden, dann nochmal hin und dann beim... Beim vierten Mal hat es dann funktioniert und das Ding, jetzt kommt's. Das wäre alles gar nicht so schlimm gewesen. Ich dachte mir so, okay, Situation annehmen, es ist jetzt so, du kannst es nicht mehr ändern. Pech gehabt. So, ich Situation angenommen, mein Verhalten halt nicht geändert. Ne? Ich bin halt einfach mit dem selben Tempo weitergefahren. Ich wollte nur von dieser Autobahn weg und ungelogen eine halbe Minute später wieder, zack, stand auf dieser blöden Brücke direkt die zweite Blitze. Und ich dachte, okay, Sinja, wenn du vorher kein Problem hattest, dann hast du es jetzt. auf Nummer sicher gehen. Wie hast du vorhin gesagt? Hartnäckigkeit. Nicht aufgeben. Weitermachen. Der erste hat vielleicht funktioniert. Richtig. Ich hoffe, wir alle, die gerade zuhören, erstens, dass es witzig und lustig ist. Also ich finde die Story gerade cool. Aber nicht vergessen, so indirekt kommen halt auch die Botschaften rüber. Du hast dir danach ein E-Bike geholt, bist hartnäckig geblieben. Ja. Und das ist es nämlich, was viele nämlich unterschätzen. Selbstständigkeit, ja, ist anstrengend, aber du kannst es schaffen, wenn du einfach die Dinge dann auch tust, du weißt, dass du sie tun solltest. Und nicht, nachdem irgendein Hindernis kommt, aufzugeben. Was ich an der Stelle vielleicht teilen kann, das habe ich mal gehört, das war ganz interessant. Du musst auch die Hindernisse gar nicht so sehen als, oh, das sind so Steine, die dir versuchen, alles kaputt zu machen. Nein, auf deinem Weg zum Erfolg werden die Steine immer größer. Und die Anfangssteine sind Steine, dich zu testen, ob du überhaupt bereit bist, die größeren Steine später zu nehmen. Das heißt, verzweifle nicht, sondern nimm die Steine und sehe sie mit deinem Mindset, wie du es vor uns gesagt hast, gelassen an, akzeptier es und geh weiter. Nicht aufgeben. Ich sage immer, die Steine sind Einladungen zu wachsen. Ich hätte ja jetzt natürlich genauso gut, und das machen wahrscheinlich an dem Punkt die meisten, oh nein, ich bin im Vertrieb und jetzt ist alles kacke. Und das ja, Führerschein weg, ich kann nichts machen, ist nicht meine Schuld. Die hatten einen Blitzer voll falsch aufgestellt, da war gar kein Schild, da war kein 60, da war eigentlich eins. Aber das sage ich jetzt mal nicht, ja, die Schuld woanders. Ich möchte auch an der Stelle betonen, ich hatte noch nicht das Geld, um mir einfach mal eben schnell ein E-Bike zu kaufen. Ich glaube, das Ding hat mehr gekostet als mein Auto. Mhm. Ich habe mir das geliehen. Ich habe mir das geliehen und bin dann einen Monat damit, ich konnte mir den Monat zum Glück aussuchen, weil ich jetzt nicht so die Dauertäterin bin, was das angeht. Ich bin wirklich, und das war einer meiner besten Vertriebsmonate, also bis zu diesem Zeitpunkt. Siehst du, ich finde es schön, dass du das geteilt hast. Gehen wir zurück zu deinem Coaching-Business, weil das war jetzt auf dem Weg. Du bist eigentlich wo komplett anders rein, weil du gesagt hast, ey, nee, meine Vergangenheit ist abgeschlossen, ich bin jetzt happy. Was ist passiert? Was genau hat dich dann getriggert und dass du angefangen hast, da nochmal umzudenken? Ich glaube, das Leben hat mich so wieder so ein bisschen auf die Spur geschubst, wo ich hin soll. Also ich glaube, ich war die ganze Zeit auf dieser Spur, weil auch diese Erfahrung war wichtig. Also auch dieser Abstecher in den Finanzvertrieb war wichtig, um die Person zu werden, die ich jetzt bin. Der Abstecher auf der Autobahn. Der war auch wichtig. Richtig. Da konnte ich meine Hartnäckigkeit in meinem Leben einsetzen. Das war auch ganz gut. Ja, also dann kam Corona. Genau. Und wie Corona so kam, ich war relativ entspannt, weil das war halt zu so einem Punkt, wo ich mir wirklich schon gut Rücklagen geschaffen hatte. Ich habe mir wirklich Rücklagen geschaffen. Ich habe gedacht, okay, so ein halbes Jahr kannst du locker noch davon leben. Wenn du so ein bisschen runterschraubst an verschiedenen Punkten, dann schaffst du es auch ein Jahr. Und ich finde so dafür, dass ich noch gar nicht so lange dann im Finanzvertrieb drin war, war es eigentlich schon ein ganz gutes Ergebnis. Also ich war immer zufrieden mit mir selbst. Beziehungsweise ich war mir selber dankbar dafür, dass ich halt so gut gewirtschaftet hatte und halt auch einfach vorgesorgt habe und habe dann die ganze Anfangszeit von Corona super easy überstanden. Es war natürlich so, dass viel, viel weniger Kunden wurden, weil ich war halt auch so ein Mensch, ich bin nicht unbedingt nur so, ich sag jetzt mal so in meinem Bekanntenkreis rumgerannt, sondern für mich war es eigentlich mehr so ein Ding, ich habe gedacht, das muss auch noch anders gehen. Ich bin dann immer auf Events gegangen und habe da mit Menschen geredet. Und wenn ich auf Events war und mit Menschen geredet habe, dann bin ich da rausgekommen und hatte neue Kunden. Das war super einfach. Also was heißt super einfach, ne? Wenn du der Typ dafür bist. Also ich bin halt mit Leichtigkeit rangegangen und nicht verbissen. Ich habe nicht gesagt, das und das und das und jetzt die Zahlen muss ich erreichen, weil da besteht immer die Gefahr, dass du Menschen mit Zahlen gleichsetzt und dass du diese Menschen nur ansprichst, weil du deine Zahlen erfüllen willst. Und sobald du etwas aus Ego machst, aus du bist wichtig, aus es geht nur um dich und es geht um dein Portemonnaie oder was auch immer, dann das ist die falsche Frequenz. Das zerbricht. Das merken die Menschen. Und auf diesen Events war ich halt, weiß ich nicht, also ich bin halt auch immer so ein Mensch, ich mag denen was geben und das konnte ich dort halt unglaublich gut nutzen. So bin ich gar nicht so sehr in die Lage gekommen,
dass ich irgendwie, weiß ich nicht, so wirklich jeden aus meiner Familie anquatschen muss oder so. Es geht auch immer anders. Es kommt immer darauf an, wie du es machst. Und Corona hat mir da einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung gemacht, weil es gab keine Events mehr. Yeah! So, jetzt hatte ich noch 1, 2, 3 Monate Termine. Die fielen dann auch weg irgendwann, weil natürlich haben Menschen ihre Arbeit verloren. Es ist so, so viel passiert, was, also jeder hat, denke ich, da so seine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Und ja, ich habe halt auch ganz, ganz viel mitgekriegt. Ich habe von ganz vielen Familien mitbekommen, wie die sich einschränken mussten, wie die Hauptverdiener auch mal ihre Arbeit verloren haben oder so. Und natürlich war es dann so, dass auch bei mir Verträge gekündigt wurden oder irgendwas. Und es war wirklich emotional. Wir haben viele, viele Gespräche geführt. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, super. Hat sich das emotional nach unten gezogen? Also du hast ja gerade gesagt, du hast einmal Rücklagen. Rücklagen führen ja auch dazu, dass wir uns sicher fühlen. Oder hast du dann das Gefühl gehabt, die Sicherheit geht weg? Kontrolle, weg? Also wenn ich jetzt so zurückblicke, hatte ich, glaube ich, echt zwischendurch so ein paar Panikanflüge. Also es war so eine Mischung von, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das kennt, also eigentlich so habe ich so ein gewisses Grundvertrauen ins Leben. Aber manchmal, wenn so ganz viele Dinge auf einmal ballern. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin immer der Coolste. Ich drehe niemals durch. Ist bei mir wirklich Panik angesagt. Und so war es dann auch. Also ich war wirklich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich lasse mich wieder anstellen. Mir alles viel zu viel und viel zu, und hier an diesem Punkt ist es echt wichtig, die richtigen Menschen um sich herum zu haben. Also die sich wirklich für dich einsetzen. Und zu dem Zeitpunkt war es halt so, ich habe mich dann wieder anstellen lassen, aber nicht zu 100%. Also ich habe im Corona-Testzentrum gearbeitet, habe Menschen Stäbchen in die Nase gesteckt, von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags. Aber es war für mich halt wirklich nicht so dieses endgültige, so dieses, ich lasse mich endgültig wieder einstellen. Aber das habe ich halt eben auch den Menschen um mich herum zu verdanken, weil es gab halt wirklich so diesen Punkt, meine Rücklagen waren fast aufgebraucht. Also es waren, glaube ich, noch so 3 Monate, wo ich wusste, okay, die schaffe ich noch. Und dann ist halt Ende, Schicht im Schacht. Und dann kann ich halt meine Rechnung nicht mehr bezahlen. Dann war halt wirklich so dieser Struggle. Es stand halt auch nicht so, dass es wieder besser wird, auch wirtschaftlich gesehen, dementsprechend halt auch bei den Menschen nicht. Und ich habe halt wirklich in dem Moment nicht gewusst, okay, scheiße. Und dann bist du an so einem Punkt. Und ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele, die sich selbstständig machen, dass so dieses, okay, ich lasse mich zumindest zum Teil nochmal anstellen, damit so der Grundbedarf gedeckt ist. Das ist für viele so ein absolutes Scheitern, so ein rotes Tuch, dieses pure Versagen. Und kurz hat sich das für mich auch so angefühlt. Also ich habe wirklich kurz gedacht, ey, Sinja, wie kannst du so versagen? Das kann doch nicht sein. Und dann kommt der innere Kritiker. So dein inneres Arschloch kommt dann wieder raus. Oder, ja, also ganz, ganz, ganz blöde Frequenz, auf der ich dann gewesen bin. Also so dieser komplette, so dieses sich selbst fertig machen. Aber das bringt dich da halt nicht raus. Was nicht heißt, dass du diese Emotion nicht leben kannst. Ich sag immer so, der Schmerz aus dem Leben, der kommt manchmal, der klatscht dich von der Seite, knockt dich einmal aus, du fliegst auf den Boden und du darfst schreien, du darfst an dem Punkt heulen, du darfst mal weinen. Du darfst auch mal ganz kurz in Selbstmitleid verfallen, aber du darfst da nicht drauf kleben bleiben. So, wenn du damit fertig bist, dann stehst du auf und dann sagst du, okay, und jetzt lösen wir diese Sache, weil das gehört dazu. Und das ist halt der Punkt. Wenn du dich selbstständig machst, dann musst du alles umarmen. Dann musst du die Höhen umarmen, dann musst du den Glamour umarmen, dann musst du auch den Scheiß umarmen und diesen ganzen Arbeitsaufwand, die Stunden, die dahinter stecken. Und oh, ich habe so viele Stunden gearbeitet, immer. Gerade am Anfang. Und es war okay. So, wenn es hart auf hart kam, ja, dann habe ich mich beschwert. Und das darf man auch. Aber danach machst du halt einfach weiter. Und das habe ich dann auch gemacht. Wie gesagt, das habe ich nicht nur mir selbst zu verdanken, sondern eben auch Menschen, die an der Stelle mir in den Arsch getreten haben und gesagt haben, hey, anstellen ist okay, aber du gehst jetzt nicht wieder zurück an Status quo, da wo du gewesen bist, sondern du stehst jetzt auf,
sorgst dafür, dass deine Rechnungen gedeckt sind und dann sorgst du dafür, dass du weitermachst. Dann habe ich gedacht, so, okay, ja, klingt plausibel, mache ich so. Und dann kam das halt mit diesem, okay, ich stecke jetzt Menschen Stäbchen in die Nase und teste die auf Corona, habe ich dann auch gemacht. Und dann kam es, mein damaliger Partner hat dann zu mir gesagt, hey, hier ist so eine, die macht Coaching für Menschen mit Bulimie. Und in dem Moment, ich weiß nicht, was in diesem Moment passiert ist, aber das war dann wieder so ein, das war die nächste krasse Entscheidung. Das war wirklich, nachdem ich werde wieder gesund, war das wirklich eine also das werde ich nicht vergessen, weil in dem Moment, das war so eine krasse Entscheidung, das hat so viele Folgen mit sich gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das Deutsch ist, was ich gerade rede. Doch, alles gut. Ich kann dir folgen. In dem Moment habe ich mir da habe ich einfach nur gedacht, so, okay, Sonja, ich dachte immer, ich muss Therapeutin sein oder ich muss Medizin studiert haben, um Menschen zu helfen, die so ein Problem haben. Ich dachte, sonst darf ich das gar nicht. Aber als ich dann gesehen habe, dass das Menschen machen im Bereich von Coaching, habe ich mir gedacht, mein Gott, also wenn die das können, dann kann ich das auch. Weil ich bin gesund, mir geht's gut. Und warum sollte ich das nicht nach draußen bringen? Und du hast die Erfahrung und du hast einen Weg gegangen, den andere vielleicht auch gehen möchten. Ich habe es ja quasi studiert in der Praxis. Eben. So viel, viel besser, wie wenn man das einfach nur auf Entfernung. Zu dem Thema, ob man darf oder nicht darf, Menschen helfen, da müsste ich vielleicht an der Stelle, das passt sehr, sehr gut, das habe ich letztens in einem Buch gelesen, der das Buch geschrieben hat, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, um das geht es jetzt auch gar nicht, der hat Folgendes zitiert. Er war dankbar seinem Vater. Sein Vater war aber ein Unternehmer, der es immer nie fertig gebracht hat, sein Unternehmen wirklich aufzubauen, immer wieder zu versagen. Und dann hat er gesagt, er ist trotzdem seinem Vater dankbar, weil irgendwann kam sein Vater nach Hause, mal wieder gesagt, ich mache wieder was alles besser und die Beziehung und alles war schon am kaputt gehen. Und dann hat der Sohn auch schon so gemeint, so, ja, was soll sich denn jetzt wieder ändern? Das hast du schon tausendmal gesagt. Und dann sagte der Vater, nein, dieses Mal mache ich's. Und dann hat der Vater angefangen, sich wirklich zu verändern. So wie bei dir, eine Entscheidung getroffen. Und was ich jetzt sagen will, der Vater hat nämlich Folgendes gemacht. Der war Alkoholiker, ist immer wieder verfallen, zurück in den Alkoholkonsum und der Mensch, der bei ihm war, war ein anderer Alkoholiker, der ihn dazu gebracht hat, du, wenn du nicht dich veränderst, wirst du deine Familie verlieren. Und dieser Mensch, der kein Therapeut ist, der kein Doktor ist, der kein Coach ist, hat ihm geholfen und war in dem Moment da für ihn. Und nur deswegen ist der Sohn heute einer der erfolgreichsten Unternehmer. Ich versuche mal den Namen nochmal rauszufinden, das schreibe ich dann in die Beschreibung. Ich habe Gänsehaut bekommen, wo ich das gelesen habe. Und damit hat er gesagt, jeder Mensch ist in der Lage, einem anderen Mensch zu helfen. Und wenn du einem nur zuhörst und ihm damit hilfst, über irgendwas durchzukommen, bist du genau der richtige Mensch in dem Moment. Ja. Also. Fuck, ja, geil. Piep. Wahnsinn. Deswegen, ich finde es cool, dass du das angesprochen hast. Und jeder, der vielleicht auch jetzt noch so an einem Punkt ist, darf ich das überhaupt? Bin ich überhaupt die Autorität? Was auch immer für ein Thema du gerade hast, was du zuhörst. Du darfst. Die Erlaubnis hast du. Und wenn du sie von woanders nicht bekommen hast, dann kriegst du sie von uns beiden jetzt. Du hast die Erlaubnis, fang an und hilf Menschen. Ja, ja, aber jetzt zurück zu deiner Geschichte. Ich finde es okay. Ich finde es großartig. Danke, 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 dass du das mit uns geteilt hast. Das war für mich gerade auch unfassbar wertvoll. Also, ja. Kommt ja nicht von mir, ne? Ich habe das auch nur weitergegeben. Also, jeder kann helfen. Man muss kein studierter Doktor sein, um jemandem helfen zu können, sondern jeder kann jedem helfen, zu jeder Zeit. Und manchmal ist der genau richtig. Ja, und wenn wir den Gedanken jetzt noch ein bisschen weiterspinnen, wir kommen jetzt gleich sofort wieder zurück. Ja. Stell dir mal vor, jeder Mensch müsste für die Hilfe, die er jemand anderem gibt, erstmal studieren. Muss man, also, boah, ich kann das jetzt richtig weit ausspinnen, aber dann werde ich vielleicht kindisch, aber... Ja, stell dir das mal vor. Macht ja gar keinen Sinn. Ich studiere auch nicht, um einer alten Frau über die Straße zu helfen. Na, aber solltest du, oder? Dafür muss ja auch keine Altenpflegerin sein. Wir sind in Deutschland, du solltest dafür ein Zertifikat bekommen. Ja, das stimmt. Lass dich zusammen, Sonja. Okay. Sehr cool. Okay, ich habe noch eine Kleinigkeit, das hast du vorhin nämlich schon kurz erzählt, das fand ich auch ziemlich cool. Und zwar, man kommt an Punkte, die einen umnocken. Und im NLP haben wir natürlich auch gelernt, dass sowas eigentlich wichtig ist, weil erst dann kann man sich neu orientieren. Deswegen auch da kann man zum Beispiel das Ganze anders sehen. Nur dann, wenn du an deine Grenzen kommst, weißt du, wo deine Grenzen sind. Vorher stehst du nur in Vermutungen da. Das heißt, die Momente sind sogar wichtig, wie Yin und Yang. Das Negative ist wichtig, damit du nachher das andere tun kannst, damit du wachsen kannst. Und das so vielleicht auch zu sehen. So wie du gesagt hast, die Steine
sind dafür da, zu wachsen. Sie kommen, hier, möchtest du wachsen, dann wachse. Genau, das ist eine Einladung, dein eigenes Licht zu erkennen. Das ist ja dieses, ich weiß nicht, ob das die Lehre von Yin und Yang ist, aber... Ich weiß es leider auch nicht. Also ich habe da mein eigenes Bild zusammengesetzt, ja. Das war für mich damals auch diese Einladung eben, okay? Also das Leben hat mir an der Stelle ganz, ganz viele Türen zugemacht. Da geht's zu, da geht's zu, da geht's zu. Und irgendwann stand ich da und dachte so, Und dann kam dieser eine Satz. Und wahrscheinlich, wenn alles andere super gut gelaufen wäre, hätte dieser eine Satz bei mir überhaupt nichts ausgelöst. Hey, guck mal, die macht Coaching-Business. Das wäre wahrscheinlich an mir vorbeigegangen, wenn nicht davor so viel Mist passiert wäre. Und in dem Moment war es dann wirklich so, das hat mich gecatcht. Und ich weiß gar nicht, wo das alles herkam. Aber in diesem Moment, also wirklich 2 Sekunden, nachdem ich das gehört habe, habe ich die komplette Vision. Ich habe alles gesehen. Alles. Ich wusste, was passieren wird. Ich wusste, wie ich das aufbauen will. Ich habe das Ergebnis gesehen. Es war alles da. Und das war halt auch wieder so eine krasse Entscheidung. Ich bin direkt danach bin ich hingegangen, nachdem ich das gesehen habe. Und ich habe gesagt, du, ich muss jetzt jemanden anrufen. Dann habe ich jemanden angerufen und zwar war das eine junge Frau, die ich zu der Zeit im Fitnessstudio kennengelernt habe und die halt selbst in einer Essstörung war. Und mein damaliger Partner hatte mich mit ihr connected, weil er gesagt hat, hey, guck mal, du kannst dir vielleicht helfen. Und das hatte ich auch getan. Also Monate davor, wir hatten immer mal wieder telefoniert und ich hatte sie dann, ohne es zu wissen, schon so ein bisschen gecoacht. Und ich habe sie dann angerufen und ich habe gesagt, hey du, ich habe voll die krasse Idee. Und sie hat gesagt, ey, finde ich komplett geil. Ich so, wir müssen jetzt nur testen, ob es überhaupt Menschen gibt, die das interessiert. Also ich wusste in mir, dass es Menschen gibt, die es interessiert, aber nur weil mein Gefühl das jetzt sagt, zumindest war das, was ich damals, egal. Nee, voll wichtig, Thema Validierung. Ja? Wir starten viel zu oft mit Ideen und wir müssen sie validieren. Wie hast du validiert? Was hast du getan? Wie hast du deine Idee getestet? Deine Vermutungen in Wirklichkeit umgesetzt? Also meine Vermutung war, es gibt Bedarf, definitiv. Ich habe selbst erlebt, ich kenne diesen Mist, ich kenne diesen Zirkus, ich kenne diesen nie endenden Kreislauf, gefühlt nie endenden Kreislauf. Und es kann gar nicht sein, dass es keinen Bedarf gibt. Und dann hatte ich diese Person angerufen, weil ich wusste, sie ist komplett da drin. Also ich war schon viel zu weit weg davon. Ich habe mich so weit von dem Thema Essstörung entfernt, dass ich auch gar nicht mehr mit Menschen, außer mit ihr, halt in Kontakt war, die damit zu tun haben. Und dann habe ich gesagt, hey, magst du nicht bei dir mal rumfragen, ob es Menschen gibt, die dort in dem Bereich Hilfe haben wollen und die wirklich raus wollen, die keinen Bock mehr haben, die mal was anderes probieren möchten, um wieder ins Leben zurückzufinden. Und das hat sie gemacht. Und wir hatten innerhalb der ersten Stunde über 100 Bewerbungen. Also da waren Menschen in ihrer Story. Also sie hat da in der Story so einen Aufruf gestartet und hat gesagt, hey, wir haben das und das vor. Und dann haben sich darauf ganz, ganz viele Menschen gemeldet. Und dann habe ich damals eine WhatsApp-Gruppe zusammengestellt mit 5 Kandidaten, die ich kostenlos für 3 Monate lang coache. Und um quasi das auszutesten, was deine Idee war. Genau. Ich habe eine Frage direkt, weil das wird wahrscheinlich jetzt auch Zuschauern so gehen. Okay, du hast da diese Freundin, die noch in dem Thema drin ist. Die macht eine Story und sofort hast du 100 Bewerber über ihre Story. Quasi, habe ich das gerade richtig gehört. Ja. Da kommt, weil ich höre jetzt schon den Kritiker, auch von Leuten, die zuhören, naja, ich habe ja kein Following, ich habe ja nichts, wie soll ich denn sowas testen? Ich habe auch niemanden, den ich kenne. War sie jetzt selber irgendwie Ärztin oder irgendjemand, die andere behandelt? Warum hat sie so viele Menschen gehabt, die sofort Interesse hatten? Hat sie so ein großes Following? Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen. Was denkst du, warum das vor allem auch so gut funktioniert hat, dass du so viele Bewerber gleich bekommen hast? Sie ist selbst betroffen gewesen und war selber noch am Struggeln. Und sie hat das halt auf ihrem Insta-Kanal geteilt. Also das war so für Kenner halt so ein klassischer Recovery-Account. Und dementsprechend hatte sie natürlich auch mit Menschen zu tun in dem Bereich. Und ja, sie hatte, glaube ich, um die 6.000 Abonnenten auf ihrem Insta-Kanal. Es ist unterschiedlich. Also man muss nicht unbedingt das haben. Ich habe jetzt auch von anderen schon gehört, also denen ich das halt erzählt habe, wie ich es gemacht habe, die sind hingegangen und weiß nicht, die haben Leute aus dem Umfeld gefragt, ob die jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt oder so. Also so ist es. Auf das wollte ich nämlich gerade auch hinaus, weil die jetzt zum Beispiel zuhören und sagen, ah, das geht ja eh nicht, ich habe ja nicht das Following, demnach hattest auch du das Following nicht, also weil du ja raus warst aus dem Thema, hast ja damit nicht mehr gepostet.
Niemanden. Du kannst jeder, niemanden, genau. Das heißt, wenn du bei dir in deiner Story das gepostet hättest, vielleicht wäre Anklang gekommen, aber nicht so intensiv, weil du nicht am Zielkunde direkt dran warst. Jetzt hattest du aber für dein Coaching-Business, für deine Idee natürlich ein Bild von jemandem, das könnte mein Kunde sein. Und du bist zu jemandem gegangen, die im Kontakt mit denen steht, weil sie selber Recovering-Kanal hat und das einfach zeigt, oder der Prozess, wo sie ist. Und das kann ich an der Stelle auch nur jedem weiterempfehlen, wenn du selber das Following nicht hast. Es gibt zwei Methoden. Entweder fängst du einen Kanal an und postest Content über das Thema, sodass die Leute langsam anfangen, dich zu finden. Oder du suchst dir jemanden, der vielleicht in dem Bereich die Nische schon hat. Und da bist du dann schon, sorry, wenn es gerade zu technisch wird, aber wir sind ja auch ein Business-Kanal. Dann bist du auch jedem anderen oder den meisten Firmen voraus, weil die meisten Firmen nehmen Werbegeld und klatschen es einfach nur an Leute. Ah ja, der hat viele Follower, da hauen wir mal daran. Es ist viel intensiver oder besser, sich einen Kanal rauszusuchen, der genau die Zielkunden hat. Das heißt, hat einen Kanal, du hast jetzt gesagt, sie hatte 6.000 und das ist ja eigentlich im Online-Werbe gar nichts, das ist ja nicht viel. Da suchen die meisten großen Firmen nach Leuten, die irgendwie Millionen Abonnenten haben. Aber der Nachteil bei Millionen Abonnentenkanälen ist, dass die oft auch so gestreut sind, dass du da dann gar nicht so viele Bewerbe bekommst für dein gezieltes Produkt. In deinem Fall, ne, Thema Essstörungen. Hier möchtest du was Neues versuchen. Ich habe da so ein Coaching-Programm. Und du bist direkt zu deiner Freundin, die du natürlich kanntest. Die hat die Zielkunden bei sich drin gehabt. Und genau das, das möchte ich an der Stelle eben noch raten. Sorry, dass ich darüber geredet habe. Geh raus. Frag den Freund, der Freund, der Freundin, wie auch immer. Oder frag auch direkt, such dir Kanäle und versuch mit denen in einen engeren Kontakt zu kommen. Mach dann nicht sofort Werbung irgendwas, sondern gib dir irgendwie Mehrwert, solche Kanäle, wenn du die findest. Und versuch erstmal mit der Person, die diesen Kanal führt, ins Gespräch zu kommen. Ihr zu helfen, bevor du versuchst, dir selbst zu helfen, ist immer ganz wichtig. Und so kannst du auch an Kunden kommen und deine Idee testen. So, jetzt haue ich den Ball wieder zurück, weil da sind wir gerade. Du warst beim Austesten deiner Idee, hast 5 Kunden gesammelt und hast jetzt gesagt, okay, sogar 3 Monate kostenlos für die ersten, um dein Programm zu testen. Ja klar, natürlich. Ich wollte ja erstmal schauen, wie die ganze Sache funktioniert, wie das anschlägt. Und zudem arbeite ich auch noch mit Jugendlichen. Und also nicht nur, aber halt schon sehr, sehr viel. War dein Zielkunde, sorry, wenn ich so direkt nochmal frage, war dein Zielkunde da schon klar, als du deine Vision hattest? Du willst jungen Mädchen helfen, die so waren wie du damals? Oder? Ja. Das war einfach klar, aufgrund deiner eigenen Geschichte. Ja, klar. Also jungen Menschen, so, die müssen nicht weiblich sein, halt, es sind meistens Menschen, die weiblich sind, die eine Essstörung haben, aber das heißt nichts. Also es war für mich glasklar. Ich habe alles so gesehen und gefühlt, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, um auch noch mal ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, was du gerade gesagt hast, weil das auch echt wichtig ist. Ich habe sehr, sehr viel gesät vorher, ohne es zu wissen. Also ich habe einfach sehr vielen Menschen geholfen, einfach aus dem Herzen heraus, ohne irgendeinen Hintergedanken, ohne dafür jetzt unbedingt was zurückzuwollen, einfach weil ich gesehen habe, hey, cool, die Person braucht diese Hilfe gerade, mich kostet es nichts, für mich ist es jetzt nicht schlimm, oder so. Also das ist halt, also jetzt nicht Helfersyndrom und abfallen und keine Ahnung, alles und jeden aus der Scheiße, das bringt es auch nicht. Aber ich glaube, die Tatsache, dass ich vorher einfach auch zum Beispiel jetzt ihr, meiner Freundin, immer wieder geholfen hatte mit dieser Sache, das macht es natürlich dann viel, viel einfacher, ja, später auch andere Menschen, über diese Menschen kennenzulernen oder so. Also wie du es halt gerade gesagt hast, erstmal geben, dann nehmen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir das gerade nur so ganz grob angesprochen haben, aber das ist im Prinzip die Taktik. Kann ich mir vielleicht was rausholen aus meinem Kanada-Blog? Ich kriege regelmäßig E-Mails für Anfragen, können wir nicht zusammenarbeiten oder kannst du uns nicht verlinken und so weiter. Und ich tue die regelrecht in den Mülleimer schmeißen, entweder weil es überhaupt nichts mit dem Zielkunde zu tun hat. Das heißt, derjenige hat sich nicht mal die Mühe gemacht, um zu gucken, was macht denn mein Kanada-Blog? Das sind Menschen, die nach Kanada gehen wollen dann Produkte anbieten, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Also logisch weg. Und das Zweite, was mir immer auffällt, ist, dass die Leute mich einfach nur anschreiben, ohne irgendwie groß zu gucken, wer bin ich, manchmal nicht mal mit meinem Namen. Ja, kannst du bitte das und das tun? Und das führt bei mir sofort schon zu dem Gefühl, ja, wie, ich baue da 5, 6 Jahre lang mein Business auf und jetzt soll ich einfach dir Publicity geben für ein Produkt, was nicht mal zu mir passt? Nee, das geht nicht. Also, und so denkt man dann auch, wenn man ein Business hat, und so musst du auch dann denken, auch wenn es in vielen Augen ist Instagram ja nur Instagram, aber für viele ist das ja auch ein Business oder Arbeit oder man teilt da was. Es ist emotional, es ist persönlich. Das heißt, wenn du an eine Person herantrittst, die jetzt nicht die beste Freundin ist,
deswegen fand ich es so schön, was du gerade gesagt hast, du hast einfach vom Herzen aus schon sowieso immer geholfen. Das heißt, dann kommt irgendwann der Punkt, das ist ja ein Trigger, ne? Also Triggerpunkt jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern du hilfst von dir aus. Was passiert, wenn ich zu dir komme und ich gebe dir immer Blumen, jedes Mal, wenn ich vorbeikomme? Ja, irgendwann willst du es zurückgeben, dann machst du mir vielleicht einen Cocktail oder keine Ahnung was. Und das ist dieses Gegenseitige, wo man sich dann hilft und dann braucht man gar nicht groß danach fragen. Das heißt, die Freundin, wo du dann gefragt hast, so gehe ich jetzt mal davon aus, ja, logisch teile ich das. Erstens passt zum Zielkunden und zweitens, du hast mir schon so oft geholfen. Ist ja voll schön, wenn ich dir zurückhelfen kann. Und bei einem Fremden kannst du das genauso machen. Das ist die Strategie. Du gehst hin, bevor du noch schreibst, schaust du dir an, was ist die Zielkunde, der Zielkunde, den er hat. Was sind die Leute, die sich das angucken? Und kannst du irgendeinen Mehrwert geben? Jeder Mensch da draußen hat irgendwas. Und wenn es nur eine Connection ist, vielleicht hast du keinen Mehrwert, weil du nicht Videos machst oder sonst irgendwas, aber vielleicht hast du jemanden, den du kennst, den diese Person braucht. Hey du, ich connecte dich mal mit dem. Und dann einfach geben und so gucken, dass dann das Gespräch kommt. Und das, was du später irgendwann mal gerne möchtest, das kann später kommen, wenn du diese Freundschaft aufgebaut hast, wenn du gegeben hast. Okay, jetzt habe ich doch nochmal länger erzählt, aber genau das war der Punkt. Das hast du im Prinzip gemacht und hast dann daraus sogar 5 Kunden für deinen ersten Durchlauf bekommen. Wie lief dieser Durchlauf? Was hast du alles so vorbereitet? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen in die Tiefe gehen für die, die jetzt ein Coaching-Business gerne aufbauen wollen, sind jetzt inspiriert. Okay, ich besorge mir jetzt die ersten 5 Kunden, ich mache das sogar kostenlos. Oh Scheiße, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was hast du gemacht? Wie lief dieses erste Coaching-Programm? Was hast du da getan? Was hast du gelernt? Ich weiß viele Fragen, aber ich übergebe dir den Ball und leg einfach mal los. Also, ich habe die alle in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen und habe halt gesagt, hey, guck mal, das wird die Struktur sein. Also ich habe mit denen pro Woche eine bestimmte Anzahl an Calls vereinbart, die wir machen. Und habe dann quasi, also ich glaube, ich habe 3 Calls gemacht, aber ihr müsst halt immer gucken, so wie es halt zur Zielgruppe passt. Hier war das halt einfach notwendig, das war wichtig, dass wir diese 3 Calls machen und habe halt in diesen Calls auch jeden einzelnen, also jeder Call hatte seine eigene Funktion und habe halt in jedem dieser Zoom-Calls Dinge vermittelt, die mich rausgeholt haben. Also ich habe quasi einfach weitergegeben, wie ich es gemacht habe und Umsetzungshilfe gegeben, damit andere das auch tun. Klar, natürlich, und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn du Coach bist, dann bist du Coach. Dann bist du die Person, die eine andere Person zur Selbsterkenntnis bringt. Und deswegen gehören immer 2 dazu, also 2 zum Erfolg. Du kannst der krasseste Coach überhaupt sein, wenn die Person, die du coachst, sich nicht zu 100% wirklich verändern will und komplett in die Offensive gehen will, du aber schon, dann wird es schwierig. Dann kannst du natürlich als Coach hier und da mal helfen. Da muss man aber wirklich gucken, also das, was ich damit sagen will, ist, wenn du dir die Menschen suchst, mit denen du startest, sei dir sicher, dass du Menschen hast, die Bock haben, umzusetzen, die wirklich wollen. Weil gerade wenn du es kostenlos machst, ist es schnell mal so, dass Menschen hinkommen und die Sache nicht wertschätzen. Wie oft teile ich Dinge auf Instagram komplett kostenlos, die den Menschen nicht in der gleichen Intensität helfen, wie die gleichen Dinge, die ich dann im Coaching mache. Klar teile ich nicht alles, was ich im Coaching mache, auch auf Instagram. Aber es ist wirklich krass, was das manchmal ausmacht. Also wirklich, wenn du dir eine Gruppe suchst, dann sei dir einfach sicher, dass du die Menschen suchst, die wirklich wollen. So. Hast du einen Tipp, wie du, vor allem wenn du es kostenlos noch machst, weil das, was du gerade angesprochen hast, ist sehr, sehr wichtig. Menschen neigen leider dazu, den Wert anhand des Geldes zu messen. Und natürlich, wenn ein Programm dann, keine Ahnung, 3.000, 4.000, 5.000 kostet, jemand, der das bereit ist zu zahlen, der will sich dann vielleicht auch verändern oder der Schmerz ist dann groß genug. Aber wenn es kostenlos ist, das ist leider so. Kostenlos, muss ich ja nicht machen, war ja eh kostenlos. So, wie suchst du, nach was guckst du, dass du dann Leute hast, die das doch 100%ig umsetzen wollen? Also ich habe wirklich die Menschen sich bewerben lassen und ich habe nicht alleine, ich habe mir Leute gesucht, die mir geholfen haben, die Menschen abtelefoniert, mit denen Gespräche geführt und geguckt, ist dieser Funke da? Fühle ich das, was die fühlen? Wollen die wirklich? Kaufe ich denen das ab? Oder ist es nur so ein, ja, schön wär's? Also hast du quasi auf Menschliches geguckt und geschaut, ob sich das richtig anfühlt? Oder hast du in der Zeit sogar Fragen entwickelt, die du stellst, um besser herauszufinden, ob der Mensch wirklich sich verändern will oder nicht? Hab ich auch, aber ich glaube eher unterbewusst. Also das war nicht wirklich Strategie, sage ich jetzt mal, sondern ich bin hingegangen und habe geguckt, okay, was haben diese Personen für Ängste? Und dann habe ich geguckt,
ob die bereit sind, sich diesen Ängsten zu stellen. Und habe gefragt, ja, wie weit würdest du gehen? Zum Beispiel bei einer Person, die Magersucht hat, ist das Thema Gewichtszunahme, das ist erstmal die größte Angst überhaupt. Bist du bereit dazu? Und wenn dann schon kommt so, ja, nee, weiß nicht, und dann so, es ist schwierig, weil dann, also wenn man dazu nicht bereit ist, dann weiß ich halt irgendwo auch, okay, boah, das ist jetzt echt schwer zu sagen, weil hier könnte ich mir jetzt auch ganz viel Shitstorm einhandeln, aber ich sag's jetzt einfach mal gerade raus, wie es ist. Wenn du nicht bereit bist, als Person mit Magersucht deinen Körper zu verändern, dann bist du nicht bereit, ein gesundes Leben zu führen. Und dann muss der Pain vielleicht noch ein bisschen größer werden, damit du sagst, okay, jetzt bewege ich mich. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, das haben Menschen halt. Der Pain muss dann mal groß genug sein, weil man sonst immer irgendwelche Ausreden findet, warum man sich nicht verändern will. Richtig, und so wie wir vorhin auch gesagt haben, das ist ja Teil des Prozesses, ne? Yin und Yang. Du musst diesen Schmerz so fühlen, dass du dich drin verändern willst. Nee, finde ich voll gut, wie du es gerade gesagt hast, weil du hast diese Menschen und dann ist die Energie, ich will nicht sagen verschwendet, irgendwas nimmt man immer raus, keine Frage, irgendwas lernt man, aber wenn die Person sich eben nicht ändern will, und so geht es jetzt vielleicht auch Leuten, die zuhören und ihren Coaching-Business aufbauen wollen, die wollen ja natürlich auch den Menschen helfen und nicht den Menschen, die sich eben nicht helfen lassen wollen. So, jetzt ganz krass die Frage, auch wenn wer weiß, was mit dem Video passiert. Wenn jemand so ist und so reagiert, wie du es gerade gesagt hast, ich weiß nicht, und du merkst, diese Person ist sich noch nicht richtig sicher. Sagst du dann der Person offen ins Gesicht, du, ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige für dich ist? Oder hast du noch eine Strategie, um das genauer rauszulocken oder sie in einem Punkt sogar zu führen, dass der Schmerz für sie größer wird? Am Anfang hätte ich es vielleicht gemacht, aber mittlerweile bin ich ein Fan der Klarheit geworden, weil ich es nicht an meiner, also meine Aufgabe ist es, den Menschen die Hand zu reichen, die wirklich wollen. Aber meine Aufgabe ist es nicht, Menschen dazu bringen zu wollen, was sie wollen. Und natürlich sollte man irgendwo ein wenig Feingefühl haben, Mitgefühl haben, klar. Also nicht Mitleid, sondern einfach Mitgefühl für die Person. Ich sag den Menschen das, weil jeder Mensch hat meiner Meinung nach Ehrlichkeit verdient. Und wenn ich den Eindruck habe, dass ein Mensch sich nicht verändern will, dann sage ich der Person das. Und dann sage ich der Person aber nicht nur so auf eine verletzende Art und Weise, ja, du willst es ja gar nicht, sondern ich sage ihr einfach wirklich mitfühlend, warum ich das denke, warum das so ist und gebe vielleicht auch noch 1-2 Tipps mit auf den Weg. Und entweder die Person kommt dann wieder, weil sie merkt so, oh ja, stimmt. Und dann ist es cool, weil dann hat es was gebracht oder sie kommt nicht wieder und es hat vielleicht nichts gebracht. Oder sie kommt nicht wieder und ich kriege nie mit, dass es was gebracht hat. Aber Fakt ist, und das, was wir nie wissen, ist, was wir bei Menschen auslösen, die wir vielleicht noch nicht mal kennen. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache. Also ich finde, das sollte man sich immer vor Augen halten. Wir haben einen Einfluss, auch wenn wir so oft denken, ah ja, ich bin so klein und ich kann sowieso nicht. Du kannst was verändern, du kannst. Hast du auch mal dieses Video gesehen? Das war so ein chinesisches Video, wo der eine irgendwie Schmetterling fliegt dahin, dann hilft die eine Person der Person, dann gibt's einen Ripple-Effekt, der Person hilft der Person und so geht's durch den ganzen Planeten. Und genauso sehe ich das immer und das musste ich gerade denken, was du gesagt hast. Egal wie klein deine Hilfe oder deine Tätigkeit ist, du hilfst der Oma über die Straße und dadurch ist sie vielleicht happy, grinst jemanden an, der ist dann happy, grinst jemand anderen an, hilft jemand anderen. Das ist der Effekt, der dadurch erzeugt werden kann, den kannst du gar nicht greifen. Der ist so mächtig, das kann sich sogar durch Generationen hindurchziehen, wenn man jetzt noch Zeit noch mit reinspielt. Also ich finde, Gänsehaut. Okay. Okay, Frage. Die ersten 5, hast du mit denen dann das Coaching erfolgreich durchgezogen? Hast du Sachen gelernt, die du dann nachher optimiert hast? Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen sprechen. Ja, also ich habe das durchgezogen mit denen. Mit 4 von 5, die sind wirklich bis zum Schluss mitgegangen. Und deswegen, auch das müsst ihr einplanen. Also es gibt Menschen, die dann vielleicht irgendwann doch sagen, ach nö, kostet ja nichts. Also entweder ihr lasst euch halt irgendwas schriftlich geben oder so, oder ihr, weiß ich nicht,
Ich habe es damals nicht gemacht. Ich bin halt einfach mal so reingesprungen. Und ja, vier waren dann auch wirklich bis zum Schluss dabei. Und ich habe das Ganze beendet mit einer Präsenzphase, wo wir eine Woche zusammen auf Mallorca ganz so eine Art Mini-Practitioner gemacht haben. Und wir halt auch ganz viel NLP-Coaching gemacht haben. Und das war echt krass, weil es war halt wirklich so, wir haben dort was gemietet, wir haben das verteilt auf alle. So jeder hat seinen Teil dazu gezahlt. Und wir sind zusammen einkaufen gegangen, haben auch das aufgeteilt. Und coole Erfahrung, ja. Definitiv, war auch sau anstrengend, aber Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Das war so krass erfüllend und ja, ich habe das durchgezogen. Jeden Tag, ich wirklich von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags habe ich Leuten ein Stäbchen in die Nase gesteckt. Dann habe ich die Calls vorbereitet mit den Teilnehmern. Dann hatte ich so gegen 18 Uhr den Kurs. Der ging ja immer so 1-2 Stunden, je nachdem. Habe danach die ganzen Sachen noch nachbearbeitet und dann am nächsten Tag daraus wieder ein Konzept zu machen und habe dann so Stück für Stück aus dem Flow heraus dieses Konzept erarbeitet, aus dem, was ich mit den Mädels gemacht habe, zuzüglich mit dem, was mich selbst rausgeholt hat und natürlich meinen ganzen Ausbildungen, die ich habe, unter anderem halt eben NLP. Kannst du ganz kurz, weil es jetzt passt, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, vielleicht hört gerade jemand zu, der keine Ahnung hat, was ist denn NLP? Was sind denn deine Worte dazu? NLP ist neurolinguistisches Programmieren. Das ist das Programmieren der Nervenbahnen durch deine Sprache. Genau, also im Sinne von, ja, was kann man da jetzt mal als Beispiel nehmen? So ein ganz großer Leitsatz ist ja, du siehst die Welt nicht, wie sie ist. Du siehst die Welt, wie du bist. Du siehst nicht die Welt, so wie sie für jeden Menschen ist, sondern du siehst die Welt durch deine persönlichen Brillen, die du im Laufe deines Lebens aufgezogen hast, durch deine soziale, durch deine kulturelle Prägung, durch Dinge, die du dir vielleicht auch selbst erzählt hast, Erfahrungen, die du gemacht hast. Und dadurch bekommt die Welt für dich einen bestimmten Charakter. Das ist total cool, weil das bietet einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Person bist, die sagt, und ich war früher so eine Person, die Welt ist schlecht und will mich zerstören, dann kannst du schauen, okay, wo sind die einzelnen Punkte in meinem Leben, die mich überhaupt haben zu dem Schluss kommen lassen, dass die Welt schlecht ist und mich zerstören will? Weil du kommst nicht aus deiner Mama raus und denkst, die Welt ist schlecht und will mich zerstören. Das ist nicht so. Du kommst nicht als depressives Baby auf die Welt, sondern du wirst Stück für Stück depressiv oder verzweifelt oder was auch immer. Du fällst Stück für Stück mehr und mehr in diese Mentalität. Ich persönlich glaube ja, dass wir sowieso auch Überzeugungen von unseren Eltern auch bei der Geburt schon mitnehmen. Aber auch die müssen sich ja erstmal in unserem Leben manifestieren und bewahrheiten. Von daher, wenn du jetzt zum Beispiel von deinen Eltern irgendwelche Traumata, ich sage jetzt mal, ich glaube wirklich, dass sowas vererbt werden kann. So, wenn da irgendwie zum Beispiel Schuld oder Schamgefühl oder was weiß ich nicht in deinem Körper verankert ist, da muss sich das ja auch erstmal in deinem Leben manifestieren. Das heißt, du gehst hin und guckst, okay, wo ist das ausgebrochen? Wo hat das Fuß gepasst in meinem Leben? Dann gehst du halt dahin und wenn es bestimmte Methoden aus dem Bereich NLP an, um das ganze Ding halt eben umzudrehen. So. Und dann siehst du, hey, die Welt ist gar nicht so schlecht und will dich zerstören, sondern vielleicht ist die Welt ein ganz toller Planet, auf dem du viel lernen und viel erreichen kannst und dich selbst transformieren und vor allem eben dich selbst erkennen kannst. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Technik. Gute Technik auch. Ich meine, da haben wir uns ja kennengelernt auf einem NLP-Practitioner dieses Jahr. Das war für mich der erste zum Beispiel, sehr viele gute Erkenntnisse. Ich bin da zum Beispiel auch hingegangen, weil ich an mir selbst arbeiten wollte. Nicht jetzt, weil ich das als Coaching lernen wollte, das war ein Beigeschmack, sondern ich wollte einfach an meinen Glaubenssätzen reden oder arbeiten, nicht reden, die sind ja schon da, sondern an meinen Glaubenssätzen arbeiten. Und das, was die Sinje gerade eben so erzählt hat, das hilft dir auch selbst, wenn du sowas weißt, wie das geht, wie du dann dich selbst coachen kannst, wie du das anwenden kannst, um herauszufinden, ja, warum sprichst du denn so mit dir selbst, was du vielleicht jetzt dein Leben lang schon so durchgezogen hast und immer wieder Punkte gefunden hast. Finde ich sehr, sehr cool. Okay, hey Editor, kannst du das bitte rausschneiden? Ach, das bin ja ich. Okay, cool. Lass uns mal zurückkommen zu, jetzt erste Session hast du durchgezogen. Du hast schon angesprochen, dass du nebenbei noch gearbeitet hast, weil du hast ja für die erste 3 Monate kein Geld verdient. Erste Frage, wie bist du überhaupt auf 3 Monate gekommen? Weil ich habe gerade rausgehört, du hast das Konzept ja entwickelt, auch währenddessen du das mit denen gecoacht hast. Hast du einfach gefühlt, das könnte 3 Monate sein oder wie bist du drauf gekommen? Nee, das war so ein Gefühl.
Es war einfach Intuition und ich habe gesagt, gut, dann mache ich das jetzt erstmal so. Ganz wichtig, ich habe später herausgefunden, dass 3 Monate für den Themenbereich, den ich da angesetzt habe, nicht ganz ausreichend waren. Also mein Programm geht mittlerweile 6 Monate. Es ist einfach nötig. Hast du Stück für Stück angepasst oder war das direkt nach dieser ersten Testphase schon, wo du gemerkt hast, eigentlich brauche ich 6 Monate. Wann hat sich das verändert? Ich habe nach meiner ersten Testphase hatte ich halt meine erste richtige Gruppe dann. Nach dieser Gruppe habe ich halt gemerkt, viele brauchen noch Hilfe. Und dann habe ich das Angebot gemacht für die, die wollen, dass sie halt 3 Monate verlängern können. Und habe mich dann in der Gruppe danach entschieden, dass das ein fester Bestandteil wird, weil das einfach wichtig war. Hast du sonst noch Erkenntnisse aus der ersten Testphase und mit der ersten richtigen Kundentestphase rausgenommen, was du jetzt heute in deinem Programm mit übernommen hast? Was ich heute definitiv nicht mehr mache, ist zum Beispiel auf die Präsenzphasen zu fahren im Alleingang. Also ich hatte dabei damals schon eine Freundin, die mich unterstützt hat. Also ich fahre jetzt immer noch mit einem weiteren Coach mindestens auf die Präsenzphasen und mit mehr Menschen einfach. Also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen je nach Zielgruppe. Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Nee, natürlich nicht. Ich habe Fehler gemacht. So, guck einfach, dass du mit Herz reingehst, dass du dir anguckst, okay, was funktioniert, was ist gut, was nicht, was hilft den anderen, was ist bei den Teilnehmern super angekommen, was war vielleicht jetzt eher so ein bisschen einschläfernd. Und dann pickst du dir die coolen Punkte raus, packst die in dein Programm und schaust dann, wie reagieren die Nächsten darauf. Und so wird es halt von Mal zu Mal, von Durchgang zu Durchgang, wird das Programm immer besser und besser und besser. Und ja, das ist der Weg, den ich gehe. Und auch jetzt bei meinem nächsten Programm, was jetzt im September startet, dafür steht die Gruppe auch schon. Und auch dafür habe ich wieder Dinge, die ich in meiner letzten Gruppe nicht gemacht habe, von denen ich aber weiß, hey, das ist noch eine Verbesserung. Also Stück für Stück wachsen. Das ist wie so ein iPhone, was von Mal zu Mal irgendwie... Geil. So, diese Relation habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber ja, so große Produkte machen es genauso. Die verbessern nicht alles auf einmal. Wie lange hat es gedauert beim iPhone, bis da mal echt eine gute Kamera drin war? Die waren jahrelang mit der schlechtesten Kamera drin. Wie viele Coaching-Teilnehmer hast du denn jetzt in deinem aktuellen Programm? Weil du hast gesagt, beim ersten Mal waren es 5. Bist du da auch nach oben gegangen? Hast du mittlerweile Mitarbeiter? Vielleicht kannst du ein bisschen was zum jetzigen Stand erzählen, wie dein Business gerade so aufgebaut ist. Kurzfristig, also in der ersten Gruppe, bin ich mal auf mehr Teilnehmer hochgegangen, weil die Nachfrage einfach unfassbar groß war, habe das nach dem ersten Durchgang aber direkt wieder revidiert, weil ich der Meinung bin, also es waren einfach zu viele Leute. Es war nicht mehr so familiär. Mir ist es wichtig, zu den Personen halt auch eine Beziehung aufzubauen, zu den Menschen. Und zu 10 Leuten gleichzeitig wird es halt einfach schwierig. So, was ist der Sweet Spot? 5 Leute? Ja. Hast du Einzelcoaching bei dir in deinem Programm mit drin oder ist es wirklich alles Gruppencoachings? Ja. Nur für die Leute, die in meinem Gruppencoaching sind. Okay, das heißt, die können zusätzlich noch Einzelcoaching dazu buchen oder wie läuft das dann ab? Genau. Also ich habe am Anfang auch Einzelcoachings gemacht, aber dann bin ich irgendwann so eine Art Hobbytherapeutin geworden und war halt eben genau an dem Punkt, wo ich nie sein wollte, nämlich dass Termin nach Termin Leute mit mir über ihre Probleme reden. Und ich sag mal so, es ist wichtig und deswegen sehe ich auch ja die Lösung in einem großen Ganzen, dass man über seine Probleme redet. Nur ich möchte die Person sein, die eine smarte Lösung anbietet. Also es ist vielleicht auf der einen Seite ist Ungeduld eine Schwäche, in dem Fall ist es vielleicht auch irgendwo eine Stärke, weil ich mir halt auch sage, da muss eine Lösung her. Ich höre ein Problem, ich will es lösen. So. Mhm. Ich will das nicht 1000 Jahre totquatschen. Das habe ich 10 Jahre gemacht. Das will ich nicht mehr. Gibst du deinen Coaches, die mit dir mitmachen, die Teilnehmer, Aufgaben nach jedem Call? Oder wie bringst du dazu, dass sie auch ins Tun kommen? Die kriegen Aufgaben auf jeden Fall. Die kriegen nach jedem Call Aufgaben und haben dann auch ein bisschen was zu tun. Also ja, natürlich. Es gibt nach jedem Call irgendwas, was sie tun sollen, damit sie auch in die Umsetzung gehen. Weil auch hier kann ich halt wieder nur sagen, du kannst der krasseste Coach sein, wirklich. So, du kannst ein Energiebündel in Person sein. Du kannst von innen heraus so krass leuchten, wie du willst. Wenn die andere Person am Ende nicht umsetzt, dann wird das nichts. Wird nichts. Funktioniert nicht. Richtig. Deswegen ist alles, was du tun kannst, mit deinem Leuchten andere anzustecken, aber nicht davon auszugehen, dass das jetzt auch deins ist bei denen, sondern du bist einfach nur so ein Mensch, der sagt, hey, guck mal, man kann das, und die entdecken dadurch ihr eigenes. Dann kannst du den Menschen dabei helfen, dass du denen Impulse gibst, dass sie in die Umsetzung gehen und es noch größer machen können. Bei sich, bei verändern, tut die Person sich immer selbst.
Und dabei darfst du sie als Coach halt unterstützen. Und ja, ich gebe den Menschen Aufgaben mit. Lass es dann aber in deren Verantwortung, ob sie die umsetzen oder nicht. Mit dir zu quatschen, die Zeit rennt einfach nur, weil es so interessant ist, auch die Stories, die du erzählst. Ich habe eigentlich noch so viele Fragen, was das Thema Business auch angeht. Ich begrenze das jetzt mal noch auf, kannst du vielleicht mal deinen aktuellen Trichter beschreiben, den du jetzt hast? Wie kommen Kunden, wie finden die sich? Was passiert dann, bis sie letztendlich dann Kunde werden bei dir? Boah, mein Trichter. Ich bin jetzt Kunde. Ich folge dir auf Instagram oder folge ich dir noch nicht? Ja. Kommen nur Leute, die bei dir... Meistens noch nicht. Meistens noch nicht, okay. Nee. Meistens ist es so, die bei mir Kunde werden, die sind irgendwo in der Nische unterwegs auf Instagram und kennen Menschen, die an meinem Programm teilgenommen haben oder gerade teilnehmen. Mhm. Weil es ist nicht so, ich habe nie mit irgendwem gesprochen, poste das auf Instagram oder was weiß ich nicht, sondern... Die sind einfach so happy, die machen das von sich aus, die wollen das teilen. Das ist, bin manchmal selber überrascht, was da so alles geteilt wird und worüber da überall gesprochen wird. Und ja, so finden dann Menschen meinen Account. Die sehen, okay, cool, die blüht gerade total auf, was machten die? Und dann sehen die vielleicht irgendwann mal so einen Post und dann sehen die, ah, okay, Sinje, wer ist denn Sinje? Und dann tippen die auf mein Profil und finden meinen Account und sehen dann, ah ja, cool. Was ist denn das? Gehen dann vielleicht bei mir, weiß ich nicht genau, was die dann machen, das sollte ich mal analysieren, da sieht man, wie das aussieht. Gehen dann vielleicht mal bei mir auf Linktree oder schreiben mir persönlich oder... Erstkontakt ist auf jeden Fall dann Instagram bei dir, oder? Du nutzt Instagram hauptsächlich. Erstkontakt ist fast immer Instagram. Langsam kommt es halt auch über Empfehlungen zustande, dass halt auch außerhalb Leute auf mich zukommen. Aber angefangen hat, und es ist ja halt viel für Menschen, die jetzt gerade so gründen oder so, angefangen hat alles über Instagram. Weil das war halt aber auch nicht so, dass ich dann einen Account gründen musste, sondern ich hatte halt schon was. Mhm. Also arbeite gerne mit den Dingen, die du schon hast und vor allem auch auf dem Kanal, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Meine Zielgruppe ist halt relativ jung. Die sind so zwischen, ich würde jetzt mal 15 und 25 tippen in der Regel, aber manche sind auch älter. Hast du extra einen Business-Account dann gegründet oder hast du einfach deinen privaten Account? Weil wir haben ja vor uns drüber gesprochen, dass du dann irgendwann deine Freundin, die hat dir geholfen, hat bei sich das gepostet. Und da hast du ja noch gesagt, dass du zu dem Zeitpunkt nichts mehr gemacht hast in der Richtung. Hast du dann einfach angefangen, auf deinem normalen Instagram-Account dein Thema zu wechseln? Ja, okay, sehr gut. Ja, ich habe echt Eier gebraucht in dem Moment, weil ich habe dann halt einfach auf meinem Account, wo ich vorher nur über Finanzen und Business geredet habe, habe ich auf einmal umgeswitcht und habe gesagt, okay, Leute, ich muss mal Real Talk mit euch machen. Es gibt was ich sagen muss. Das ist sogar noch in meinen Story-Highlights drin. Ich habe so Schiss gehabt, ich habe das erst am nächsten Tag gepostet. Ich habe es einfach aufgenommen, das kannst du nicht machen. Habe dann irgendwann gedacht, ja komm, why not? Und dann habe ich es gepostet und ja, habe dann so richtig losgelegt und seitdem halt auch einfach nicht mehr aufgehört. Das heißt, du bist Beiträge. Jeden Tag machst du Stories? Ja. Beiträge? Wie viele in der Woche? Ich komme einfach nicht dazu. Ich bin so busy, aber ich habe jetzt jemanden gefunden, der mir bei Social Media, also so bei den ganzen Newsfeed und was weiß ich nicht. Also mir wird da demnächst geholfen. Dann kommt die nächste Frage. Sorry, dass ich so schnell jetzt drüber gehe. Alles gut, das ist gut. Ich merke mir gerade, dass wir unsere Zeit ein bisschen wegrennt, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Gold drin, was interessant ist. Und zwar, du hattest die Freundin, die ein bisschen Influence in diesem Gebiet hat. Hat sie dir nochmal geholfen, weiter Sachen zu posten oder hast du dann nie wieder gesagt, nö, ich mache das jetzt selber? Oder hast du sogar die Liste mit den 100 Leuten noch und arbeitest du die ab? Oder hast du auch die liegen gelassen, weil immer wieder neue kommen? Ach Leute, die habe ich auch liegen gelassen. ich mache das immer so, die ist, glaube ich, sogar noch auf meinem Laptop. Also ich habe sicherlich noch um die 100 Nummern hier rumliegen. Aber es ist eher so, dass ich noch nicht mal irgendwas dazu gesagt habe. Ich habe gesagt, mach es so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Weil ich halt der Meinung bin, wenn Menschen anfangen zu posten oder mit Gewalt irgendwas zu wollen unbedingt, dann senden die falsche Frequenz aus, die falsche Energie und dann ist es nicht mein Herz, dann ist es irgendwie Ego und ich will jetzt unbedingt und dann kommen halt eben auch nicht die Dinge zustande, die zustande kommen sollen und was halt eben auch der Spirit von denen ist, was ich tue und was wir tun. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr alleine. Und wie viele Mitarbeiter hast du jetzt schon oder wie viele Leute helfen dir aus? Ich habe jetzt meine erste Person eingestellt, nächsten Monat meine zweite. Vollzeit? Teilzeit? Nee. Eine wird bald Teilzeit sein, eines aber das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal ganz normal Minijob-Basis, auch Stunden. Genau. Das nächste wird nicht Teilzeit, wie heißt es hier, Midi-Job oder sowas. Also Kleinigkeiten erstmal, so klein starten und dann gucken, wie es sich entwickelt. Angedacht ist aber definitiv, die alle irgendwie in Vollzeit zu kriegen. Da fällt mir schon ein, ich glaube, wir werden auf jeden Fall, wenn du magst, natürlich dich nochmal in den Podcast reinholen. Wer weiß, was sich bis dahin dann nochmal durchgezogen hat, was für Erfahrungen du gemacht hast. Dann können wir da vielleicht dann mehr über
wie das Unternehmen, wie du skalierst, wie du es größer machst, dann lassen wir das heute erstmal noch so weg. Was an der Stelle vielleicht noch interessant ist jetzt, wie ist jetzt vom Coaching her dein Trichter? Das heißt, die Leute schreiben dich an. Du hast schon gesagt, du hast so eine Vorauslese, also Leute helfen dir sogar, die kommen gar nicht direkt in Kontakt mit dir, oder wie? Kannst du das noch kurz erklären, bis sie zum Kaufen und Kunde werden? Im Prozess. Wie ist es bei dir? Es ist so, der erste Schritt ist grundsätzlich, dass eine Person mir eine Bewerbung schickt. So, dann weiß ich, die ist zu 100% ready und die will zu mir. Wenn eine Person mir jetzt zum Beispiel schreibt, dann kann es für mich persönlich, ich teste dann einfach aus, so, okay, möchte die Person Hilfe? Möchte die Person von mir Hilfe? Und wenn ich das beides mit Ja beantworten kann, dann biete ich ihr halt eben einfach an, mal zu telefonieren. Meistens ist es dann so, dass einer von meinen Leuten ein erstes kurzes Telefonat führt mit den Menschen und einfach mal schaut und einen Fragebogen durchgeht und guckt, sind die überhaupt qualifiziert, um bei uns ins Coaching zu kommen. Und wenn wir merken, okay, diese Person ist qualifiziert, um zu uns ins Coaching zu bekommen, sie erfüllt die Bedingungen, die wir quasi jetzt auch an die Menschen stellen, dass wir sie coachen, dann machen wir es so, dass wir die zu einem kostenlosen Beratungsgespräch einladen, wo dann in dem Fall auch die Eltern dabei sind, weil halt die Teilnehmer bei mir noch sehr, sehr jung sind oft. Dann haben wir quasi ein Beratungsgespräch mit der ganzen Familie. Und das ist dann so, das mache ich auch mal relativ locker. Also ich habe da keine besondere Strategie oder so. Ich rede mit denen einfach von Mensch zu Mensch. Das führst du dann also schon, nicht mehr einer von den anderen? Das führst du dann, ja. Ja, also ich habe jetzt eine Mitarbeiterin von mir, die es wahrscheinlich auch bald machen wird. Momentan mache ich das noch und sie kommt immer mal wieder dazu. Dann bei dem Beratungsgespräch ist es so, dass ich denen halt alles erkläre, alle Fragen beantworte, alles, was zu besprechen gibt. Und ja, wenn dann alles geklärt ist, dann gibt es ein Angebot und dann überlegen wir halt, okay, arbeiten wir jetzt zusammen, entscheiden wir uns beide füreinander oder nicht oder wie auch immer. Lass es einfach fließen, ganz ohne Zwang. Ja. Und dann kommt von dir wahrscheinlich Rückmeldung, ob das Ganze passt oder nicht. Genau. Das liegt dir dann quasi von beiden Seiten. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also das entscheidet nicht nur eine Seite bei uns. An der Stelle vielleicht noch ganz kurz für alle, die zuhören. Vielleicht waren jetzt ja sogar welche dabei, die vor allem am Anfang vielleicht sogar getriggert wurden und da jetzt mehr wissen wollen. Wo können sie dich denn finden? Wie können sie dich denn kontaktieren, wenn sie vor allem jetzt für dein Coaching-Business sich interessieren? Also wenn du wirklich, wirklich die komplette Breitseite an Info haben willst, dann gehst du am besten auf meine Homepage. Das ist www.realcovery.de, also real, nicht recovery, nicht verwechseln, ja, das ist die echte recovery. Realcovery. Sehr geiles Branding. Wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes mit noch reinkopieren, natürlich auch den Instagram-Account von dir, dass die damit draufgehen können. Sinje, vielen, vielen Dank für dieses unglaublich schöne Gespräch heute. Du bist echt tief gegangen. Ich habe nochmal viele Sachen von dir auch lernen dürfen. Danke, dass du die Zeit hattest, dass du da so viel teilst. Und ich glaube, da gibt's noch so viel. Ich freue mich, wenn wir vielleicht irgendwann mal wieder nochmal telefonieren. Du bist einfach, keine Ahnung, du bist so eine Powerfrau. Das ist meine Wahrnehmung. Du hast so viel Energie und wenn du erzählst, kommst du in Punkte rein, wo bei mir sich die Haare aufsteigen. Also wirklich, ich stand vor dem Bildschirm, wie zum Beispiel vor uns. Mal sehen, ob ich es noch drin lasse oder rausschneide, aber da gab es vor uns einen Punkt, wo ich dann einfach sprachlos war, weil die Geschichte einen so mitreißt. Du bist ein wundervoller Mensch. Dankeschön, dass du heute da warst und ich freue mich, dich bald in echt zu sehen. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Und danke auch für deine Zeit. Alles klar. Also macht's gut. Bis zur nächsten Episode. Alle Sachen werde ich nochmal in die Shownotes reinpacken. Das ist Episode 13. Ihr könnt auf www.phoenixnomades.com/13 gehen. Mit der Nummer einfach hinten dran. Dann kommt ihr direkt hier auf den Podcast. Den Podcast wird es auch als Video geben. Den könnt ihr auf YouTube auch angucken. Und alle Links, wie gesagt, sind drin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Hallo. Hörst du das jetzt laut? Ja. Okay. Wird schon funktionieren. Du warst doch auch unterwegs jetzt nochmal, ne? Du bist jetzt auch erst wieder zurück, oder wie? Boah, ja, wahrscheinlich. Wo war ich denn? Oh, ich glaube, ich war. Ne? Oh, vielleicht war ich woanders. Strand in der Nähe von Den Haag, von dem ich besessen bin. In den Niederlanden, okay. Das ist für mich persönlich so ein richtiger Kraftort einfach, weil dieser Strand so gigantisch ist, der ist so riesig, da verläuft sich alles.